mich denn drauf? Ich dachte, weil es so ist wie bei der letzten Brücke, ne? Ach, gucken ist alles, ne? Da oben steht's doch. Ah, ist ja belastend, ey. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, Folge 17. Hier war das Machine Gleaming, geht's heute weiter. Ach du, nee. Den können wir jetzt erstmal nicht transportieren. Dann müssen wir das Ding jetzt wieder abnehmen dafür. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wir wollen ja erstmal jetzt gucken, wie das denn so ist mit der Scheiße hier. Können wir die Brücke reparieren? Wenn ja, was brauchen wir dafür? Wenn es geht, machen wir das vielleicht erstmal zuerst. Dann schaffen wir uns nämlich erstmal eine wunderbare Strecke, die wir gut fahren können, jedenfalls besser als da hinten. Das ist ja... Das war ja... Das ging gar nicht. Also... Das können wir vergessen. Mit dem Truck können wir das wirklich vergessen. Deswegen müssen wir auf die Routen zurückgreifen, die wir hier benutzen können. Und da ist diese Route, glaube ich, deutlich besser geeignet, weil wir auch noch einen Weg der Tankstelle haben. Da. Hier geht es also nicht weiter. Richtig. Guck mal, das ist doch perfekt, Alter. So, diese Felsstürze sind ein richtiger Fluch. Wir müssen eine alternative Route aufbauen, um sie zu umgehen. Aber wir können einpacken. Eine Gebirgsbrücke würde das Problem lösen. Ach, weißt du was? Nehmen wir an. So. Gebirgsbrücke. Was bräuchte ich denn jetzt hier? Verfolgung starten. Einmal Metallplanken nur. Ach so, wir müssen wieder einmal Metall, einmal Holz liefern, ne? Hm, okay. Na gut. Metall finden wir ja im Lager, leider. Hm. Lager oder halt drüben in der Stadt, ne? Aber... Ja. Okay. Wir müssen mit dem jetzt also hier diese scheiß Strecke hochfahren. Dann hier runter. Und zum Lager. LAV. Kann ja spaßig werden. Ah ja. Ah ja. Glaube ich nicht. Runter, auf jeden Fall. Ein Ding, ne? Aber hoch! Aber die Kamera. Die Kamera ist manchmal ein bisschen komisch. Ich würde schon es gerne probieren, so zu schaffen. Ein bisschen die Herausforderung will ich ja auch haben, ne? Aber manche Sachen sind dann halt wirklich zu groß. Aber schön vorsichtig. Die Strecke ist okay. Also die... Hat keine Probleme, so. Wir versinken nicht. Sie hat gut Grip. Müssen halt nur aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo umfallen oder so. So sollten wir ja das Lager im Nu erreichen. Wäre ich lieber doch direkt diese Route fahren. Weil das mit Beladen und dem Anhänger sicherlich auch jetzt nicht gerade schön gewesen wäre. Aber wir können die andere Route ja auch erst wieder nehmen, wenn wir diese Brücke jetzt gebaut haben. Wenn wir die gebaut haben, dann können wir uns wieder den Anhänger schnappen und es nochmal probieren. Dann ganz gut dahin kommt. Weil wir halt gucken müssen, wie kommen wir vom Lager zur Fabrik. Vom Lager zur Fabrik geht halt auch, wenn wir diesen Weg hier wieder hochfahren. Weil hier gibt es ja einen Geradeausweg. Wenn die Brücke ganz ist, ja, wir können ja dann hier direkt geradeaus durch. Vom Lager jetzt, ne? Und dann einfach hier. Nee, hier ist ja noch eine Straßensperre. Och, leck mich am Arsch. Boah, okay. Wir haben doch noch ein bisschen zu tun dann. Doppelt geblockiert die Straße. Dann werden wir die jetzt erstmal in Stand bringen, um die Routen zu machen. Dann ist das wenigstens okay. Dann haben wir zumindest keine Probleme mehr, zur Fabrik zu kommen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig wäre für diese Karte.
Dann würde ich gerne mit diesem Portal nochmal probieren, die Werkstatt zu erreichen. Werk hat das allerdings leider nicht so gut funktioniert. Hier ist echt okay so. Wir brauchen nur einmal Metall, das ist gut. Aber für Holz müssen wir wahrscheinlich wieder komplett zurück ins Sägewerk, ne? Oh, nee. Weil das geht. Sobald wir dann die Brücke durchfahren, dann können wir quasi den kompletten Weg durchfahren. Und das geht auch relativ flott. Weil genau diese Strecke zum Sägewerk ist ja auch eigentlich relativ okay zu erreichen. Oh, Hinweg ging gut. Rückweg wird wahrscheinlich wieder eine Katastrophe. Werden wir dann aber sehen. Kann er auch eigentlich driften? Naja, sieht anders aus. So, Metall. Jawohl. Los geht's. Die halt fast abhebt, ne? Auch gut. Ah. Wir müssen mal weg von diesem Frust. Rein zum Erfolg, ja? Aber das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Bis wir da auf jeden Fall safe überall durchkommen. Ich bin schon sicher, dass die Top-Trucks das können, so. Noch vier Achsen haben und richtig krassen Motor und so. Und dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Spritvolumen. Frage, müssen wir jetzt, fahren wir jetzt wieder hoch? Ich denke ja, ne? Die gleiche Route wieder zurücknehmen. Wir können halt auch geradeaus fahren. Ich glaube halt, das ist das gleiche, ne? Ich würde vielleicht probieren, erstmal geradeaus zu fahren. Weil wir können die Materialien immer von der anderen Seite anliefern. Und zurück kommen wir ja ohne die Ladung locker. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den Berg da hoch und runter zu fahren mit dieser Ladung. Ich meine, wir haben ja hier jetzt schon unsere Probleme, so. Trotz Allrad, ne? Na komm. Er macht's wacker. Also, ich glaube auch mit Geländereifen hätten wir auch deutlich mehr Chancen, so. Hier geht's auch ein bisschen bergauf, aber ja, wir probieren's mal hier. Ich glaube, das ist besser. Ich hoffe einfach mal, dass ich damit nicht Unrecht hatte. Er hinterlässt tiefe Spuren. Da kommt ein bisschen Wasser. Ich hoffe mal, das war jetzt hier nicht unser Todesurteil. Theoretisch können wir ja noch wieder zurück. Ah, naja, das ist ja hier nichts Erwähnenswertes, glaube ich. Hoffe ich. Ah. Easy. Eingemacht. Ich hoffe mal, dass wir es auch von hier abgeben können, ne? Jetzt sehr belastend. So, sieht doch gut aus. So, jawohl! Sehr schön. Jetzt müssen wir halt ziemlich lange fahren. Wir kriegen ja nirgendwo anders Holz her, ne? Bin ich auch irgendwas über... Ach, das sieht auch nicht gerade... auch nicht gerade toll aus. Da glaube ich nichts. Ha! Na gut, dann müssen wir es halt wieder auf die lange Tour machen. So, Tankstopp machen und dann müssen wir einfach nur der Straße folgen. Könnten wir dann auch mal einen Angriff nehmen. Kommen wir aber locker vorbei, haben wir ja schon probiert.
Oh, Sägewerk A. Würde ich trotzdem auch wieder den safen Weg fahren. Der funktioniert auf jeden Fall. So. Genau, noch die Tankstelle mitnehmen. Ja, wäre cool, wenn wir in dieser Folge noch beim Sägewerk ankommen. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge die Brücke reparieren. Wenn wir den Weg jetzt schon geschafft haben, werden wir den auch wieder zurückschaffen. Ich jedenfalls mal von aus. So eine harte Strecke hier, muss man schon sagen. Komm, mit Ladung haben wir es geschafft hier. Hat uns nur unser Gewicht hier durchgezogen. Bisschen schneller hier. Sehr schön. Kommt ja erst der Spaß. Sind wir da hoch? Ja, müsste aber gehen, weil die Straße ist echt gut gar. Ist echt gut hier wenigstens. Nächstes Mal brauchen wir einfach nur an dem Mast vorbei mit dem Holz und können direkt von der anderen Seite. Und dann können wir auch schon über die Brücke. Das ist das Schöne. Wir haben jetzt aber viel weniger Probleme, weil wir, oh Gott, weil wir die Steine letztes Mal schon beiseite geschoben haben. Es ist schön, es klappt mal. Ah. Ah. Der eine Turm, den wir schon mal freigeschaltet haben, relativ am Anfang. So. Wenn wir die Brücke frei haben, machen wir dann auch da vorne noch die Steinblockade weg. So wahrscheinlich Reparaturwerkzeuge besorgen. So. Jetzt können wir eigentlich relativ entspannt durchfahren bis zum Ende, bis da hinten zum Sägewerk. Das ist halt schon krass. So eine Mission dauert schon wirklich länger, als man denkt, ne? Das ist halt schon so das Krasse. Oha. Und ich hatte in einer Folge mal was übersehen. Man kann nämlich einen Tankanhänger natürlich sehr wohl tanken. Ich hab's einfach nur nicht gesehen. Aber der muss auf jeden Fall zur Fabrik. Da geht's. Eine Menge Zeit in dieser Folge. Auch zur Farm. Ah, wobei, lieber nicht. Wollen dann nämlich zum Town, die Stadt. Mensch, sobald wir mal hier so auf Asphalt sind, marschiert er aber ganz schön, ne? War nicht so schlecht auf jeden Fall. Dann können wir auch mal gucken, was wir machen müssen. Ach, Betonblöcke. Und ich fahre die ganze Zeit. Ja, ist jetzt belastend. Bin doch blöd, Alter. Ah, warum bin ich so blöd? Sag's mir. In dem Falle müssen wir ja nur wieder zurück zum Lager.
mich denn drauf? Ich dachte, weil es so ist wie bei der letzten Brücke, ne? Ach, gucken ist alles, ne? Da oben steht's doch. Ah, ist ja belastend, ey. Das ist jetzt wirklich äußerst belastend. Nochmal voll tanken bei der Tankstelle. Ja, dann schaffen wir es auf jeden Fall, Freunde, weil dann müssen wir die gleiche Route nur noch einmal fahren. So. Ist ja dann kein Ding. Da bin ich wieder kritisch mit der Folge, weil zum Lager kommen wäre natürlich noch ganz nice. Machen aber, wie gesagt, nochmal den Tank voll, auch wenn wir gerade mal 10 Liter geschluckt haben, aber dann am Ende genau an 10 Litern scheitert, dann wäre das auch doof. Geht ja schnell. So, so, so. Wieder den Berg hoch. So, das ist auch schon unser Gestell. Das ist schön. Sieht auch die ganze Welt um uns rum verändert und so. Das ist schon wirklich ganz geil. Hier wird es auch von Durchgang zu Durchgang schwerer, ne? Weil wir den Schlamm aufwühlen mit den Rädern. Wir brauchen halt wirklich die erhöhte Federung. Dann würden wir auch wirklich viel seltener stecken bleiben. Allein schon, weil wir nicht aufkommen auf dem Boden. Ich würde dann, wenn die Brücke steht, vielleicht doch erstmal den Truck wieder nehmen und ins andere Gebiet, den Pickup, meine ich. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen besser. Da können wir ja noch das andere Getriebe einbauen. Lass uns das machen, wenn wir hier durch sind. Guck mal, den Berg hier, den meistert er ja wie eine 1. Schaffen wir es ja vielleicht sogar doch noch zum Lager. Es ist ja wirklich nicht so weit. Wir können dann da die Betonblöcke zweimal abholen. Dann müssen wir den Berg nur nochmal... Ich werde diesmal wahrscheinlich den Berg hier fahren, weil ich da jetzt ein bisschen Schiss hatte auf die andere Route. Weil wir die jetzt mit unseren zweimal fahren auch ein bisschen schlecht gemacht haben. Jetzt liegt der natürlich wieder genau im Weg, der Stein. Deine Mannheim das Leben auch nicht leicht. Hier ist ja auch kein Ding. Na, guck mal. Alles easy. Schaffen wir doch noch locker zum Lager. Jetzt mach hier bloß keine tiefen Rillen rein, dann komme ich ja nachher da nicht mehr weg. Ist nicht so geil, muss man sagen. Aber hier sind wir. Ja, 20 Liter Sprit, Alter, für so wenig Strecke eigentlich. Das muss man schon mal so sagen. Dafür gerade ist diese Geschichte hier eigentlich ganz nice. Betonblöcke. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge reparieren wir dann hoffentlich die Brücke. Dazu müssen wir natürlich noch ankommen, ist klar. Aber dann werden wir es ja sehen. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.